Moin Nordschleswig, ich bin's wieder, Cornelius von Tiedemann. Und in Folge 12 erfährst du, weshalb bei Jungbauer Jesper Jürgensen in Klauthoff die Gülletanker quasi Schlange stehen. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich schon Gülle gefahren habe, daher ist hier Platz und bin begehrter Mann in der Umgebung. Okay. Du erfährst, weshalb die Antwort auf die unbekannte Frage ein klares Röm ist. Ich habe jetzt voll den Faden verloren bei dem, was du erzählt hast. Aber sag doch einfach mal, was deine Antwort ist. Ich weiß auch die Frage gar nicht. Meine Antwort ist Röm. Und du erfährst, wie eine Minderheitengröße sich zwar zur eigenen Nazi-Vergangenheit bekannt hat, aber zugleich dem Umfeld eine weiße Weste vorgespielt hat. Weil er wirkt aus seinem Schreiben heraus eher wie so ein netter, sympathischer Opa. Aber wenn man dann so liest, dass er sagt, er hat bestimmte Dinge nicht getan und wir wissen aus den Prozessakten, das hat er definitiv getan. Los geht's mit Moin Nordschleswig und der Frage, was unser Leben in Nordschleswig und der deutschen Minderheit eigentlich so besonders macht. Eine Antwort darauf finden wir diese Woche im Kuhstall. Jetzt geht's raus aufs Land. In Klauthoff, westlich von Rodenkrug, treffe ich mich mit Jesper Jürgensen. Der 23-Jährige hat da zusammen mit seinem Bruder Jan Ole vor anderthalb Jahren einen Betrieb übernommen und sich als Landwirt selbstständig gemacht. Moin! Wie sich das gehört, gehen wir für das Interview in den Kuhstall. Ja, genau. Also mein Bruder ist 3 Jahre älter wie ich. Ja, den Schritt haben wir gewagt, weil unser elterlicher Betrieb ist im Prinzip nur 1000 Meter Luftlinie von hier entfernt. Zukunftsorientiert macht es im Prinzip im Endeffekt sehr, sehr viel Sinn, weil das Land Nachbarflächen zu meinem Vater sind und dadurch man eine gute oder Flächenarrondierung hat, was denn Sinn ergibt. Flächenarrondierung für alle, die nicht landwirtschaftlich ausgebildet sind. Was heißt das? Das bedeutet im Prinzip, dass alle Flächen direkt neben dem Betrieb sind oder Nachbarflächen zum Betrieb sind. Daher spart man dann im Prinzip Transport, große Geschütze auf der Straße. Alles, was auf der Straße gefahren wird, kostet Geld. Und eine, die sich hier an mich ran arrondiert, ist die Kuhnummer 4469. Die ist ganz gespannt, was in meinen Taschen ist. Und eine Katze haben wir eben auch gehört. Genau. Hat die einen Namen? Nee, nicht wirklich. Das ist einfach unsere Hofkatze hier. Die wohnt hier einfach. Genau, und ist sehr aufmerksam. Wie sieht denn so ein typischer Tag auf eurem Hof aus und welche Aufgaben teilst du dir mit deinem Bruder? Was machst du, was macht er und gibt's halt so Bereiche, wo du spezifisch zuständig bist? Grundsätzlich haben mein Bruder und ich das so aufgeteilt, dass ich den taglichen Ablauf mache auf dem Hof. Er hat jetzt im Prinzip gerade eine Arbeit angefangen, dass er nicht das tagtägliche mitmacht, sondern sein Geld woanders verdient, sage ich jetzt einfach mal so geradeaus. Und ich mache das im Prinzip mit 1,5, 2 Angestellten hier zusammen. Ein Angestellter fängt morgens an zu melken. Ich komme dann so um 5, 5:30 dazu, mache die Kälber, fange an, die Kühe zu füttern. Dann frühstücken wir und machen alles, was dennoch so anliegt. Und nachmittags kommt ein anderer zu melken. Und ja, dann sind tausende Sachen, die immer anliegen am Tag. Und ja, kein Tag ist wie der andere so ungefähr, ja. Was sind gerade so die großen Dinge, die anliegen für einen jungen Mann, der jetzt hier ja eine Milchviehwirtschaft betreibt? Herausforderungen sind viele. Erstmal mit dieser CO2-Gift, aber das sehe ich jetzt noch nicht so dramatisch, sag ich mal, weil das jetzt nicht erst morgen passiert. Wir haben eher so Kleinigkeiten, sag ich mal, was jetzt gerade angeht. Ab Sommer 24 gibt es neue Krau für Milchviehhaltung in Dänemark. Das hat was zu tun mit Gummimatten vorm Melkstand und wir müssen noch Tränken installieren vorm Sommer und also Kleinigkeiten, die viel Arbeit kosten und es nicht mal sicher ist, ob man da Gewinn von trägt, weil es einfach Regeln sind, die man einhalten soll. So. Und damit kriege ich meinen Alltag im Prinzip auch rum, alles da zu organisieren und selber mit anzupacken, wo man gebraucht wird. Was ist das denn hier für ein Betrieb von der Größe her? Wie viele Tiere habt ihr? Ist das konventionell oder öko? Wir haben 170 konventionelle Milchtiere oder Milchkühe.
Und die Nachzucht haben wir auch stationiert auf ein Jungviehaufzüchter oder Hotel, wie man das nennen möchte. Deswegen damit haben wir im Prinzip gar nichts zu tun. Also wir melken nur auf diesem Betrieb und haben dazu 130 Hektar Ackerbau bzw. Futterbau hauptsächlich, da 50 Hektar Gras und dazu 40 Hektar Mais und ein bisschen Erbsen haben wir jetzt für Erbsenvermehrung für eine deutsche Firma. Das ist so die Größen, die wir haben. Und ein konventioneller Betrieb, also Öko macht ihr noch nicht? Nee, genau. Also der Betrieb war konventionell, als wir übernommen haben. Bisher haben wir sich ja doch Gedanken gemacht, weil unser Vater eben den Nachbarbetrieb hat und Öko ist. Aber wir haben uns dazu entschlossen, gerade die Situation mit Arla eben auch, wo wir hinliefern. Die Nachfrage von Ökomilch ist nicht da, wo man sie gerne haben möchte. Deswegen gehen mehr und mehr im Prinzip, ich sag mal, weg von der ökologischen Milchproduktion. Und du guckst gerade, da kommt ein riesen Gülletransporter oder was ist das? Ja, genau, das ist die von der Biogasanlage, fahren hier gerade den Behälter voll. Das ist ja bei dem Wetter, ist das so ein bisschen herausfordernd, auf den Acker zu kommen und überall sind die Behälter voll. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich schon Gülle gefahren habe, daher ist hier Platz und bin begehrter Mann in der Umgebung. Okay. Was bedeutet das für dich persönlich, in der Landwirtschaft tätig zu sein und welche Rolle spielt das, dass du auch zur deutschen Minderheit gehörst, die Lage hier im Grenzland für dich und deinen Hof? Ja, also deutsche Minderheit, da bin ich im Prinzip so reingeboren, sag ich mal. Meine Eltern sind ja vor knapp 30 Jahren nach Dänemark gezogen. Daher ging ich ja auf die deutsche Schule in Rodenkrug und am Rade. Ja, ich habe im Prinzip das einfach so selbstverständlich gesehen und ich muss ehrlich sagen, also so für mich ist es einfach selbstverständlich, dass man im Grenzland wohnt, auch Deutsch und Dänisch spricht. Deswegen so wirklich, ich sag mal, drin aufgehen tue ich jetzt nicht, weil für mich ist es einfach selbstverständlich. Und für den Betrieb, hat das da irgendeine Bedeutung, dass man so grenznah wohnt oder ist man da doch in dem dänischen System irgendwie einfach so voll drin? Also ich finde, man ist schon ziemlich im dänischen System auch gebunden manchmal. Was ich jetzt gerade sagte mit der Erbsenvermehrung für eine deutsche Firma, das machen wir dann im Prinzip grenzübergreifend. Wir kaufen ein bisschen grenzübergreifend ein, Kleinigkeiten so kann man machen. Aber im Prinzip ist man dann schon gebunden in Dänemark, sag ich mal. Ihr müsst ja irgendwann hier auch groß investieren dann wahrscheinlich. Wie wird sich euer Hof so in den kommenden 10, 20 Jahren entwickeln? Also da ist es dann wieder im Prinzip in 10 Jahren, 2034, kommen wieder neue Regeln für dänische Milchproduktion oder Milchviehhaltung, wo unser Stall im Prinzip durchfällt durchs System und im Prinzip keine Milchkühe mehr gehalten werden dürfen. Das haben wir aber von Anfang an so geplant, auch beim Kauf war uns das bewusst. Deswegen, ich sage immer, 2030, 32 muss man sich da mal überlegen, trinken wir noch Milch oder brauchen wir noch Milch? Wenn ja, hätten wir Lust dazu auf jeden Fall entweder was zu bauen, wenn das möglich ist, eben muss auch von der Kommune her sein, möglich sein und so. Also wären wir bereit, sage ich jetzt einfach mal, was Neues zu bauen im Prinzip oder auch, ich sag mal, umsiedeln auf einen neuen Standort, wo wir mal was kaufen, was für 34 und auch länger gebraucht werden darf. Ja, das ist im Prinzip so unsere Zukunft, sag ich mal. Trinken wir noch Milch? Trinkst du Milch und welche Sorte trinkst du am liebsten? Ich trinke Milch bei mir aus dem Tank. Das ist, finde ich, schmeckt am besten. Okay. Ja, hier in Klautoft ist man ja ziemlich auf dem flachen Land. Du wohnst hier auf dem Hof. Was machst du so in deiner Freizeit? Was macht man hier? Ja, also erstmal ist man Landwirt. Das ist immer ja Beruf und auch Hobby, sage ich immer. Ja genau, ich wohne hier in meiner Freizeit abends, wenn wir fertig sind im Stall. Ich treffe mich öfters mit Freunden und so. Ich mache jetzt keine sportlichen Sachen oder so. Also mein größtes Hobby ist, sich mit Freunden zu treffen. Die Zeit rennt irgendwie. Also ich sage immer, viel Zeit bleibt nicht. Finde ich aber auch ganz in Ordnung. Solange man noch jung ist, kann man auch sich voll reinknien, sag ich mal, in Betrieb. Später, wenn dann Frau, Familie und Kinder dazukommen, muss man vielleicht zusehen, dass man ein bisschen mehr Freizeit hat auch. Aber bis dahin finde ich den Alltag ganz gut so. Ja. Ja, der Jesper wirkte auf jeden Fall sehr zufrieden mit seinem Leben als Landwirt und auch mit seiner Entscheidung, nach der Landwirtschaftsschule und einem halben Jahr in Australien gleich richtig loszulegen. So, und jetzt ist bei mir im Studio gleich Hanna, denn Hanna kann es nicht lassen, jede Woche wieder ihr Quiz zu spielen. Leider ist Helge diese Woche nicht da und deswegen muss ich jetzt die Fragen beantworten und ich bin schon Angst und Bange. Ich glaube, da kommt sie. Hallo Hanna. Hallo. Na,
Na, was hast du uns mitgebracht? Ich habe hier einen schönen Zettel mit einem lustigen Spiel. Ja. Das heißt, wer hat's gesagt? Ach was. Ja, wenn du aufmerksamer Hörer unseres Podcasts bist, ja, dann hast du das schon mal gehört. Ja, es kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Das ist gut. Ich habe nämlich jetzt 3 Zitate mitgebracht für dich und du musst rausfinden, von wem die sind. Ja, okay. So, Zitat Nummer 1. Wir untersuchen derzeit, wie Kontrollen in Zukunft ablaufen können. Hat das gesagt Bettina Kastbjerg? Die ist Justizsprecherin der Dänemarksdemokraten und sie überlegt, wie man jetzt neue Grenzkontrollen wegen der Cannabis-Legalisierung in Deutschland wieder einführen kann. Oder war das, Achtung, langer Name, Marius Hävemann-Kischow-Linett, Schulkonsulent der Kommune Sonderburg, über den Anstieg von Heimunterricht bei vor allem deutschen Zuzüglerfamilien? Ich glaube tatsächlich, dass es nicht die erste war, weil die Dänemarksdemokraten nicht an der Regierung sitzen und deshalb überhaupt nicht überlegen müssen, sondern einfach nur fordern können und sagen können, mach doch mal dies oder mach doch mal das. Die Frau von der Kommune, war das? Nee, war das ein Mann? Ein Mann von der Kommune. Namen. Mit dem langen Namen, genau. Der ist ja in der Verantwortung, der muss sich ja überlegen. Und wir haben gerade darüber berichtet, das weiß ich ja, obwohl ich ja so ein bisschen gar nicht so auf dem Laufenden war jetzt über Ostern und so, habe ich ja doch, was wir machen, so ein bisschen mitgekriegt. Und glaube einfach, dass wir da jemanden gefragt haben in der Kommune, wie das denn mit den zugezogenen, wie heißen die dann, Selbstunterrichtern? Nee, Selbstunterrichtenden. Heimunterricht. Heimunterrichtenden aussieht. Du bist einfach zu schlau, Cornelius. Ja, ne? Ja, verdammt, ja, du hast recht. Mist. Na gut, dann habe ich ja schon mal einen Punkt. Wie viel gibt es insgesamt? 3, hattest du gesagt, ja, ne? Ja gut, dann habe ich ja schon mal werde ich jetzt schon wieder verlieren. Die Ehre gerettet. Aber wenn du jetzt eigentlich richtig gut Helge vertreten willst, ja, dann musst du jetzt verlieren. Eigentlich muss ich dann verlieren, ne? Zitat Nummer 2. Es gibt so viele Warnsignale und Beispiele falscher Informationen, dass es keinen Sinn macht, die Fehler akribisch zu korrigieren und aufzuklären. Hat das Marlies gesagt? Unsere Korrekturleserin. Ja. Ja, das hätte sie auch sagen können. Ja, ja. Doch. Hat sie aber nicht. Hat sie nicht. Nee. Nein, ich gebe dir mal 2 Möglichkeiten. Marchenel Gerzen, Chefredakteurin von Jyllandsposten, über die Plagiatsvorwürfe bei 39 Artikeln des Journalisten Lasse Skytt. Oder Christian Iversen, Vorsitzender des Freizeitcenters Büllerup, zu dem Aus des geplanten Naturbades, weil der Antrag auf völlig falschen Voraussetzungen basiert. Naturbad, falsche Voraussetzungen in Büllerup? Ja, aber das ist der Journalist. Ich glaube, das ist der Journalist. Weil falsche Informationen beim... Obwohl, man kann ja auch falsche Tatsachen vortäuschen, wenn man ein Naturbad errichten will, um die Genehmigung zu kriegen. Tja. Passiert mir ja öfter. Ich habe ja schon öfter mal Naturbäder anmelden wollen. So, jetzt musst du dich entscheiden. Ich nehme den in Anführungsstrichen Journalisten. Oh, dann hast du wieder recht. Echt? Ja. Und jetzt wollte ich noch, nämlich muss jetzt zum Naturbad sagen, das ja steht nicht vor dem Aus. Ach so. Denen fehlt nur ein bisschen Kohle. Also wer von euch ungefähr 5 Millionen übrig hat, einfach nach Büllerup schicken, die freuen sich. Okay, letzte Runde. Erst im kommenden Jahr werden die Bauarbeiten anlaufen. Es müssen zuvor mehrere Behörden das Vorhaben behandeln. Ja, das ist ja nur wirklich sehr spezifisch. War das Mads Jakobsen, Biologe bei der Dänischen Naturstiftung über das Projekt Margretenkog Nord, bei dem das Gebiet wieder bewässert werden soll? Mhm. Oder war das Jürgen Popp-Petersen, Bürgermeister in Tondern, über das geplante Badehotel in La Kolk auf Römm? Also Naturprojekte, das dauert ja immer Jahrzehnte, weil dann auch irgendwie irgendein Tier muss dann wieder und so berücksichtigt werden. Krokodile werden entdeckt. Bei dem Hotel, glaube ich, da geht es auch um Wichtigeres als um Naturschutz. Da geht es darum, um die Aussicht der Anwohner und sowas, ne? Ich habe jetzt voll den Faden verloren bei dem, was du erzählt hast. Aber sag doch einfach mal, was deine Antwort ist. Ich weiß auch die Frage gar nicht. Meine Antwort ist Römm. Okay, das ist falsch. Ja. Ah, endlich. Oh. Also vielleicht müssen die das da auch alles machen. Ja. Das kann gut sein. Aber es geht um den Margretenkog Nord. Da also wird bald wieder, kommt wieder so mehr, also mehr Wasser. Nicht mehr Wasser. Mehr Wasser. Mehr Wasser für die Krokodile. Ja. Naja, alles gut. Klar, ja, dann kann ich ja jetzt wieder gehen. Ja, habe ich jetzt gewonnen, ne? Mit nur einem Punkt. Was kriege ich denn als Belohnung eigentlich?
Nichts oder was? Nichts, ein bisschen Ruhm und so. Ehre. Applaus. Applaus. Ja. Mit dem Team vom Deutschen Museum in Sonderburg. Bei der Neujahrstagung der deutschen Minderheit in der Akademie Sankelmark war unter anderem ein Mann-Thema, anhand dessen Nachlass das Team vom Deutschen Museum und Archiv in Sonderburg so einige neue Puzzleteile über die Geschichte der deutschen Minderheit in die Hände bekommen hat. Hilf Blume heißt der Mann und mit Nina Jepsen, Archivleiterin im Deutschen Archiv Nordschleswig, habe ich mich darüber unterhalten, weshalb er, 1912 geboren, 1996 gestorben, heute noch wichtig ist, um die Minderheit und ihre Geschichte vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg verstehen zu können. Nina, wir fangen ja meistens mit einem Fundstück an, denn oft ist so ein Fund ja auch der Ausgangspunkt für eure Forschung im Deutschen Archiv für Nordschleswig. Wie seid ihr auf Jef Blume gekommen? Was hat dich, hat euch im Museum und Archiv dazu gebracht, dieses Leben mal auszuleuchten? Also wir haben tatsächlich letztes Jahr 2023 eine schwedische Bananenkiste im Archivregal gefunden, die wir quasi durch Zufall in die Hand bekommen haben. Und auch wenn es eine super unleserliche Handschrift gewesen ist, Jef Blume entziffern konnten und dachten uns, das ist doch mal ganz interessant nachzuschauen. Man kann seine Handschrift unfassbar schlecht lesen, aber nachdem alles entziffert war, hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich seine Lebenserinnerung oder ein Teil seiner Lebenserinnerung gewesen ist. Es gab ja lange das Narrativ in der Minderheit, also die Erzählung, es waren immer nur die Oberen, die Nazis waren und die quasi die Minderheit verführt haben, also alle Mitglieder sozusagen der Minderheit verführt haben. Jef Blume ist jetzt ein Teil, der mit in der oberen Führungsriege und im kleinen politischen Rat gewesen ist, das ist schon richtig. Ich glaube aber, dass man schon exemplarisch an Jef Blumes Lebenslauf und seinen Etappen zeigen kann, dass es recht einfach gewesen ist, sozusagen den Nationalsozialisten auf den Leim zu gehen. Bevor wir jetzt weitermachen, kannst du uns mal aufklären, wer war Jef Blume eigentlich? In seinen Erinnerungen, und natürlich sind es gefärbte Erinnerungen, das wissen wir, unterteilt er sein Leben in mehrere Bereiche und er ist überzeugter Lehrer und wird dann tatsächlich Kreisjugendleiter und auch Landesjugendleiter, sitzt in dem Hauptquartier der deutschen Minderheit zur NS-Zeit im Dibbernhaus, meldet sich freiwillig zum Krieg, hat dann zwei Fronteinsätze und wird dann bei seinem zweiten Fronteinsatz tatsächlich verhaftet. Also bis 8.5.45 hat er quasi im Krieg gekämpft, wird dann in amerikanische Kriegsgefangenschaft übernommen und verurteilt, sitzt in Haft, bekommt ein rechtskräftiges Urteil, kommt 49 wieder aus der Haft und übernimmt dann zum einen den elterlichen Hof, aber wird ab 1953 dann auch tatsächlich wieder bis zur Pensionierung Lehrer. Und die deutsche Jungenschaft Nordschleswig ist ja ein Instrument der Nazis, um Jungen ideologisch zu schulen und sie auf den Kriegsdienst vorzubereiten. Welche Rolle hat Jef Blume da gespielt? Also er ist von 35 bis 1940 Kreisjugendführer und wird dann ab Mitte 1940 Landesjugendführer. Das heißt, er ist eine feste Größe in der nationalsozialistischen Minderheit. Er hat einen Sitz im sogenannten kleinen politischen Rat. Das ist ja die Vertretung der Minderheit während der NS-Zeit. Er hat eine ganz enge Bindung zum Beispiel an Jens Möller. Er beschreibt ihn in seinen Erinnerungen als
als quasi so ein bisschen sein Ziehvater, was so die militärischen und ideologischen Strukturen sind. Er beschreibt auch, dass es zum Beispiel Jens Möller, der Volksgruppenführer ist, der ihn eigentlich nicht so gerne wieder an die Front schicken möchte, weil er bessere Pläne für Yves Blume hat. Yves Blume selbst will aber gerne, so beschreibt er es zumindest, wieder an die Front, was er dann ja auch tut. Also er gehört wirklich zum engsten Kreis der oberen Riege der nationalsozialistischen Minderheit und er hat, und leider haben wir ja die Protokolle damals aus dem kleinen politischen Rat nicht mehr, er hat sehr großes Insiderwissen, was die Minderheit damals geplant hat und was die Minderheit damals umgetrieben hat. Und er hat auch einen großen Einfluss auf die Jugend damals. Er selbst schreibt in seinen Erinnerungen, und das ist dann eine große Diskrepanz, dass er nie aktiv die Jugend geworben hat für einen freiwilligen Kriegseinsatz. Er ist aber auch tatsächlich ja dann rechtskräftig verurteilt worden, auch genau deswegen, weil er nämlich die Jugend geworben hat. Und wir haben mehrere Beispiele aus Zeitungsartikeln oder Aufrufen, wo eben auch Yves Blume unterzeichnet hat mit Namen, also namentlich unterzeichnet hat, dass er dazu aufruft, sich zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Orten freiwillig zu melden, weil es eben quasi die Pflicht eines jeden Deutschen sei, für die Deutschen in den Krieg zu ziehen. Er selbst zieht ja auch gleich zweimal in den Krieg, zur Erinnerung. Die meisten männlichen Angehörigen der deutschen Minderheit mussten ja gar nicht auf deutscher Seite kämpfen, weil Nordschleswig seit 1920, wie wir alle wissen, zu Dänemark gehört und die somit dänische Staatsbürger waren. Und genau deshalb haben die Nazis ja mit Yves Blumes Unterstützung in Nordschleswig eben darum geworben, dass sich diese jungen Männer aus Nordschleswig freiwillig melden. Und freiwillig melden konnte man sich dann nicht zur Wehrmacht, sondern halt nur zur Waffen-SS. Nach dem Krieg, als er dann aus der Haft entlassen war, hat Blume dann ja wieder als Lehrer gearbeitet und somit wieder Zugriff auf Kinder und Jugendliche gehabt. Was wisst ihr über diese Zeit und darüber, inwieweit er seine ideologischen Überzeugungen mitgenommen hat? Wir wissen aus seinen Erinnerungen und auch aus anderen Quellen bisher noch nicht, inwiefern er die Jugend als Lehrer und dann später auch noch als Konrektor und stellvertretender Schulleiter geprägt hat. Insofern kann ich aus seinen Erinnerungen und der aktuellen Quellenlage nicht genau herleiten, wie er sich quasi gegeben hat. Aber es scheint so, als hätte er diese ideologische Färbung da rauslassen können. So wirkt es zumindest. Auch später in den 60ern musste er dann seine ideologische Färbung von damals so ein bisschen beiseite legen. Da ist er nämlich nochmal politisch aktiv geworden. Was war da los und wie konnte er nach dem Krieg noch so eine wichtige Rolle in der Minderheit eigentlich spielen? Also er übernimmt 1961 den BDN-Ortsvorsitz Norderlügum und wird 1962 dann auch Kreisvorsitzender. Das zeugt schon davon, dass er vor Ort viele Stimmen auf sich vereinen konnte und dass die Menschen kein Problem damit hatten mit seiner Vergangenheit. Es war kein Geheimnis. Es kam öfter mal auch bei BDN-Sitzungen zur Sprache und er hat immer seine aktive Rolle im Krieg und bei den nationalsozialistischen Verbänden legitimiert bzw. gerechtfertigt. Damit ist er ganz offen umgegangen und es führt tatsächlich dann auch so weit, dass er 1964 zur Folketingswahl als Kandidat der SP aufgestellt wird. Also auch da kriegt er quasi eine unfassbar große Anerkennung für sein Engagement für den BDN und die SP und wird tatsächlich von der Minderheit selbst als Folketingskandidat neben zwei weiteren Personen aufgestellt. Er stand da ja nicht auf Listenplatz 1, zieht somit auch nicht ins Folketing ein, bekommt aber doch eine beachtliche Zahl an Stimmen und das während er gleichzeitig hartnäckig weiterhin behauptet, vom Holocaust nichts gewusst zu haben. Und Blume will sich ja auch nie von Jens Möller distanzieren, dem nationalsozialistischen Führer der Minderheit, bis 45, wohlgemerkt. Genau, also er hat ein sehr enges Verhältnis zu Jens Möller, den er wirklich sehr schätzt. Er sagt auch selber in seiner Erinnerung, dass es für ihn ein Traum war, überhaupt im Dippernhaus zu sitzen und ganz eng mit Jens Möller zusammenzuarbeiten. Also das zeigt einfach, da gibt es schon auch eine sehr enge Verbindung.
Er legitimiert in seinen Erinnerungen auch sein Freiwilligmelden und er sagt, also ich bereue nicht, dass ich mich für den Krieg freiwillig gemeldet habe. Er sagt aber ganz vehement, dass es zum Holocaust gekommen ist. Das hat keiner der Personen, mit denen er zu tun hatte, jemals gewusst. Das kann ich noch nicht widerlegen. Ich würde aber behaupten, aufgrund seiner sehr engen Verbindung innerhalb des Dibbernhauses und zu nationalsozialistischen Führungskreisen ist das stark anzuzweifeln. Mit der Kandidatur fürs Folketing ist es ja noch nicht vorbei mit Blumes Comeback nach der Nazi-Karriere. Er wird dann sogar noch wieder Teil der Minderheitenführung im Dachverband BDN. Nachdem das mit der Folketingswahl, also seiner Kandidatur für die Folketingswahl, nicht geklappt hat und 64 quasi das Mandat komplett verloren geht für die deutsche Minderheit, wird er 1965 stellvertretender Hauptvorsitzender im BDN und man sieht handschriftliche Korrekturen in seinen Erinnerungen, wo er in einem Satz steht, mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Das ist dann aber durchgestrichen und redigiert worden von ihm selber offensichtlich. Aber das zeigt so ein bisschen, für ihn war es schon wichtig, nach seiner nationalsozialistischen Geschichte wirklich nochmal auf die politische Bühne zu treten als stellvertretender Hauptvorsitzende. Ich glaube schon, dass da sein Traum in Erfüllung gegangen ist. Wie ist es, diese Erinnerung zu lesen? Also taucht man da auch dann in diese Person ein? Versteht man plötzlich Sachen und denkt sich dann, huch, jetzt bin ich auf einmal irgendwie Nazi-Versteher? Kommt man ins Zweifeln? Ja, es ist schon schwierig. Man muss ja als Wissenschaftlerin durchaus bei so persönlichen Erinnerungen erstmal sowieso gucken und einordnen. Aber er schreibt es in den 80er Jahren und er schreibt es natürlich aus seiner Perspektive mit sehr viel Wohlwollen auf seine Person gerichtet. Er wirkt aus seinem Schreiben heraus eher wie so ein netter, sympathischer Opa. Aber wenn man dann so liest, dass er sagt, er hat bestimmte Dinge nicht getan und wir wissen aus den Prozessakten, das hat er definitiv getan. Dann wird es so der Punkt, wo man denkt, ja, ich bin kein Nazi-Versteher, wenn man das überhaupt sagen kann, sondern ich bin jemand, der versucht, so neutral wie möglich die Fakten und Daten zusammenzutragen, die seine Erinnerung ergänzen oder eben an bestimmten Stellen auch definitiv richtig stellen, weil persönliche Erinnerungen immer eingefärbt sind. Und über die Erinnerungen allein dieses einen Menschen könnten wir uns noch lange weiter unterhalten. Nina Jepsen hat nämlich noch viel mehr zu berichten als das, was wir hier nur anreißen konnten. Manches fiel auch dem Schnitt zum Opfer und ich hoffe, Nina, wenn du das hörst, dass ich deine Ausführung nicht zu sehr entstellt habe. Wir bei Moin Nordschleswig freuen uns jedenfalls darüber, dass vieles, was teilweise über Jahrzehnte unbeachtet blieb, durch das eifrige Team im Deutschen Museum und Archiv Nordschleswig in Sonderburg jetzt ans Tageslicht kommt und sachlich und fachlich aufgearbeitet wird. Schreib uns doch, wenn du eine Frage oder zwei oder drei Fragen zur Geschichte der deutschen Minderheit hast, dann antworten wir dir mit Hilfe des Teams in Sonderburg, so wir das denn können. Dumme Fragen gibt's nicht, einfach eine Mail an moin@nordschleswiger.dk schicken. Das war Folge 12 von Moin Nordschleswig. Moderation, Redaktion und Schnitt machte Cornelius von Tiedemann. Ebenfalls beigetragen hat Hanna Dobiaschowski. Die Musik ist von Robert Hausburg.